Ja, also meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuerst möchte auch ich mich einmal beim BMBF bedanken für die großzügige Unterstützung, ohne die diese Veranstaltung in dürftiger Zeit, könnte man mit Hölderlin sagen, nicht hätte stattfinden können. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Ihnen Daniela Danz vorstellen zu dürfen. Daniela Danz ist hervorgetreten als Lyrikerin, Prosaautorin und auch als Essayistin. Unter anderem hat sie unter dem Titel »Das philosophische Licht um mein Fenster« einen sehr schönen Essay über Friedrich Hölderlin veröffentlicht. Darüber hinaus lehrt sie an der Universität Hildesheim und sie ist Leiterin des Schillerhauses in Rudolstadt. Wenn Sie das noch nicht kennen, sollten Sie unbedingt hinfahren, wenn das wieder geht. Ich war selbst noch nicht da, aber ich habe eben einige Zeit auf der Webseite des Schillerhauses verbracht und muss sagen, dass das Haus in dieser schönen Landschaft für mich in diesem trüben Dezember hier in Berlin schon zu einem richtigen Sehnsuchtsort geworden ist. Daniela Danz hat Germanistik und Kunstgeschichte studiert, unter anderem passenderweise in Tübingen. Und die Wahl dieses Studienortes wurde auch, wie sie in dem Hölderlin-Essay bekennt, durch Hölderlin angestoßen. Promoviert wurde sie dann in Halle in der Kunstgeschichte mit einer Arbeit über Krankenhausarchitektur in der Weimarer Republik. Sie wurde für ihre literarische Arbeit mit vielen Stipendien gefördert und mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Ich nenne nur die letzten, den Deutschen Preis für Nature Writing von 2019, den Literaturpreis der A&A Kulturstiftung und den Günter Kunert Literaturpreis für Lyrik, beide verliehen 2020. Veröffentlicht hat sie unter anderem die Romane Türmer und Lange Fluchten sowie die Gedichtbände Pontus, V und in diesem Jahr ganz frisch Wildnis. Alle Bücher sind erschienen im Göttinger Waldstein Verlag, wie übrigens auch 2015 die Dissertation unter dem Titel Herzpunkt der Anlage, der Krankenhauskirchenbau der Weimarer Republik. Daniela Danz hat in ihrem Hölderlin-Essay, aber auch in ihren Gedichten, intensiv nachgedacht über die Rolle, die Heimat oder auch Vaterland in ihrem möglichen Verbund mit Natur und der Landschaft bei Hölderlin und darüber hinaus spielen. Und zu diesem im Wortsinn heiklen, nachdenkenswerten Verbund tritt nun im neuen Band auch noch die Wildnis hinzu. Bemerkenswert finde ich, dass dieser seltsame, bedenkenswerte Verbund Heimat, Landschaft, Wildnis bei Daniela Danz immer auch politisch gedacht und ausgesprochen wird. Die Gedichte beschäftigen sich immer auch, um einen Titel aus dem neuen Band zu zitieren, mit der Lage der Nation. Darin ist die Dichtung von Daniela Danz und von Friedrich Hölderlin durchaus verwandt. Und diesen Bezug gibt ja auch schon der schöne Titel Wildnis mit SZ, ganz wie bei Hölderlin, zu lesen. Natürlich ist Daniela Danz nicht beeinflusst von Hölderlin, das geht auch gar nicht. Und sie selbst betont auch immer wieder die Kluft, die uns von Hölderlin trennt, seine Fremdheit uns gegenüber. Aber sie lässt sich doch von Hölderlins Sprache den Atem verschlagen, wie es in dem Essay heißt. Und so kann und muss die Sprache dann neu Atem fassen und eigentlich und originell sprechen, um ein weiteres Wort ihres heutigen Titels zu entwenden. Und das tun die Gedichte von Daniela Danz dann auch. Ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag mit dem schönen, wiederum mit Hölderlin über ihn sprechenden Titel der Heimat und der Schwere spottend, vaterländisch und eigentlich originell, die unbeholfene Wildnis. Einige Gedanken über drei zentrale Begriffe in Hölderlins Spätwerk. Wir danken Ihnen jetzt, liebe Frau Danz, ganz herzlich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Bitte schön. Danke, Herr Eidenoffe, für die sehr freundliche Vorstellung, in der ich mich gut wiedererkannt habe, besonders in meiner Beziehung zu Hölderlin. Der Vortrag, den ich Ihnen jetzt halten werde, geht in der Tat im Kern auf jenen Vortrag im philosophischen Licht um mein Fenster zurück, also einen, den ich für das Lyrikkabinett in München verfasst habe. Ich habe ihn erweitert, weil dort geht es um die Begriffe Heimat und Vaterland, um den Begriff der Wildnis, der eben für meinen letzten Gedichtband auch sehr, sehr wichtig geworden ist, und um zwei kleine Hegelverweise. Hölderlins Sprache reicht für mich wie keine andere des 18. Jahrhunderts, jener ohnehin auf unsere Gegenwart verweisenden Zeit, direkt in die unsere hinein. Sie verhakt und verkeilt sich in der notdürftig aufgerauten Glätte unserer mythenfernen Zeit. Sie splittert, denn ihre Bestandteile sind zu disparat, um dem Druck unserer fast restlos in Dienst genommenen Sprache zu entgehen. Dennoch, wir sprechen sie nach, wir geben uns ihr anheim, wir verwenden sie als Schild und Wappen. Wir tun dies in einem mythischen Zugriff. Hölderlins Rede vom Mythischen wird uns zur mythischen Rede.
Ein Denken, das angesichts des Rational Turn seiner Zeit auf mythischen Kausalitäten besteht, wird uns selbst zum mythischen Gedanken. Das umso mehr, als seine Zeit uns gleichzeitig nah und trotzdem unerreichbar ist. Hölderlins auf Wiederkunft einer harmonischen Weltordnung gerichtete Zukunftshoffnung liegt nun, 200 Jahre später, genauso hinter uns, denn viele Wege sind wir nicht gegangen, die wir hätten gehen sollen, wie vor uns. Denn morgen schon kann die Utopie ortsfest werden. Wer aber kann daran glauben, so wie Hölderlin geglaubt hat? Und so bleibt uns, die Nähe zu seiner antizipierenden Energie zu suchen, in die uns die Ferne seiner Sprache führt. Nah ist und schwer zu fassen der Gott, setzt das 1803 entstandene Gedicht Patmos ein. Ein Flug durch die schmerzlich empfundene Ferne mythisch-christlicher Gegenwart, der in einem Besinnen auf das Vermächtnis dieses Mythos, nämlich das Wort, endet. Wir können diese Syntax der Eingangsverse nicht mehr selbst errichten, aber sie leuchtet uns ein. Wir können einen solchen von den Klippen des Adverbs nah in das Verb ist hinabstürzenden und völlig im Offenen abbrechenden Vers, der schließlich von einem verbindenden Und aufgefangen eine neue Wendung vollzieht und mit Wucht in dem Nomen Gott endet, wir können einen solchen Gedichtanfang nicht mehr finden. Aber er kann uns noch immer den Atem verschlagen, wenn wir zwischen dem ersten und dem zweiten Vers in die Untiefen von Gottverlassenheit und Gottvertrauen blicken. Wenn wir mit diesem Stück festgefügter Syntax eine luftige Brücke schlagen, die nichts anderes als der Mythos ist, der uns trägt von einem der schroffen Gipfel der Vereinzelung zu einem anderen. Nichts kann uns sicherer tragen als Liebe und Mythos, die beide der Sprache bedürfen, um das Einzelne zu verbinden. An dieser Stelle muss aber nicht nur von Zeit, sondern auch von der klaffenden Lücke des Textes selbst die Rede sein. Davon, was die Ferne zum 18. Jahrhundert Hölderlins bedeutet, die die Distanz unserer Sprache zu der seinigen genau vermisst. Davon habe ich soeben gesprochen. Wie ist es aber mit der Lücke? Die Lücke betrifft vor allem das in seiner fragmentarischen Gestalt frappierende Spätwerk mit dem schmerzlichen Mangel an vom Autor selbst autorisierten Fassungen, der durch Fakturen unklarer Verszusammenhänge einerseits und textgenetische Editionssteinbrüche wie die Frankfurter Ausgabe andererseits kompensiert wird. Trotzdem, dies ist da in dieser Form und letzten Endes ist jedes Werk unvollständig und wird dennoch als abgeschlossenes betrachtet. Die Lücke in der Überlieferung verhält sich daher nicht viel anders als die Lücke der Unklarheit, die hermeneutische Lücke dichterischer Sprache. Wir helfen ihrer Unabänderlichkeit mit der veränderlichen Deutung des Bestehenden ab. Ein solcher veränderlicher Begriff ist der der Heimat. Ein spätes Fragment Hölderlins trägt diesen Titel, auch eine alkäische Ode von 1798 bzw. 1800 und aus demselben Jahr, also 1800, eine ebenfalls alkäische Ode mit dem Titel Rückkehr in die Heimat. Heimat war für das Werk Hölderlins ein so zentraler Begriff wie für kein anderes seiner Zeit. Nie ist in der deutschen Literatur Heimat als das große Voraus, als künftige Herberge und als utopischer Besitz, wenn die Zeit sich erfüllt hätte, mit jener Inständigkeit beschworen worden wie in Hölderlins Gedichten, schreibt Walter Jens. Zedlers Universallexikon jedenfalls führt das Lemma Heimat nicht an, nur das Lemma Vaterland, das bekannterweise in Hölderlins Werk einen ebenfalls hohen Stellenwert besitzt. Veränderlich ist Hölderlins Verwendung des Begriffes Heimat. Während in den frühen Gedichten die Wehmut in Hinsicht auf die Rückkehr in die Heimat, vor allem in das elterliche Haus, als Gescheiterter, als vom Leben herumgestoßener an das Thema geknüpft ist, mithin das Moment der Bilanz angesichts der Herkunft zentral steht, so ist in seinem späten Fragment Heimat von der Liebe zum natürlich Perennierenden, der Landschaft in ihren jahreszeitlichen Erscheinungen die Rede. Wir können, wohl darum wissend, dass dieses Gedicht, wie auch die anderen Gedichte Hölderlins, keineswegs als Fragment geplant war, nicht umhin den fragmentarischen Anfang, der nach dem Vers »Und niemand weiß« sofort wieder abbricht und eine große Lücke folgen lässt, als Sprachlosigkeit
angesichts der Weite des Begriffes Heimat zu hören. Indessen lass mich wandeln, setzt der Text dann wieder ein und verweist mit diesem Indessen noch einmal auf den quasi eschatologischen Zwischenraum von etwas Abwesendem, den das Wandeln füllt. Indessen scheint uns, wenn wir auch seine Grenzen nicht kennen, auf den Raum der Utopie und die Zeit bis zur Ankunft des Endes der Utopie zu verweisen, die dem hölderlinschen Modell der exzentrischen Bahn, wie er sie in der Vorrede zum Hyperion erläutert, gemäß keinen linearen, sondern einen zyklischen Verlauf nimmt, ähnlich dem in Hegels Liebesphilosophie. So geht es wohl, schließt das Gedicht Heimat, und so lässt sich auch unser nicht nachlassendes Begehren, unsere immer blühende Vorstellung vom Ende der Utopie erklären. Wir kennen diese Momente der Einheit von Mythos und Topos, akronische Momente des Innewerdens eines Sinnzusammenhangs, einer Verortung, einer geschlossenen Erzählung. Und in ihnen kehret unseres Lebens Bogen, woher er kommt, um zwei andere Verse aus einem Heimkehrgedicht Hölderlins aus Lebenslauf anzuführen. Hat sich auch durch die politische Instrumentalisierung des 20. Jahrhunderts und die kulturmarktwirtschaftliche Instrumentalisierung des 21. Jahrhunderts das inhärente utopische Moment des Heimatbegriffs geradezu in sein Gegenteil verkehrt, nämlich in einen in die Ortlosigkeit verschobenen, nie erreichbaren Zustand, so bleibt er mir im hölderlinschen Sinne gültig. Heimat ist für Hölderlin immer verbunden mit einem Landstrich, mit dem Konzept eines verpflichtenden Eigenen. Im November 1802 schreibt er an seinen Freund Kasimir Ulrich Böhlendorf: Die heimatliche Natur ergreift mich auch umso mächtiger, je mehr ich sie studiere. Das Gewitter, nicht bloß in seiner höchsten Erscheinung, sondern eben in eben dieser Ansicht, als Macht und als Gestalt, in den übrigen Formen des Himmels, das Licht in seinem Wirken, nationell und als Prinzip und Schicksalsweise bildend, dass uns etwas heilig ist, sein Drang im Kommen und Gehen, das Charakteristische der Wälder und das Zusammentreffen in einer Gegend von verschiedenen Charakteren der Natur, dass alle heiligen Orte der Erde zusammen sind um einen Ort und das philosophische Licht um ein Fenster ist jetzt meine Freude, dass ich behalten möge, wie ich gekommen bin bis hierher. Hölderlins Heimatbegriff zielt auf jenes Pars pro toto, das Heimatverbundenheit zur Weltoffenheit macht. Die Wahl von Heimat ist a priori erfolgt, zumeist ohne unser Zutun, aber die Freiheit, die Wahl anzuerkennen, ist eine, die Hölderlin noch in seinem Spätwerk beibehält. Dem hölderlinschen Konzept von Heimat steht sein politisches und poetisches Konzept von Vaterland nahe. Setzen wir an der Versnotiz Hölderlins im Homburger Folioheft an. Dass aber uns das Vaterland nicht werde zum kleinen Raum, schwer ist der, zu liegen mit Füßen den Händen auch. Hölderlin schreibt diese Befürchtung in der Zeit der Geburtswehen des modernen Vaterlandsbegriffes. Das alte Vaterland des Vaters Acker, wie Zedlers Universallexikon vermerkt, eine sehr klar begrenzte, konzeptuell keineswegs überfrachtete Angelegenheit, wurde zu dieser Zeit der napoleonischen Fremdherrschaft durch den lateinischen Patria-Begriff überformt. Die Energie, die die französische Revolution bei dem 19-jährigen Hölderlin wie auch bei anderen Tübinger Stiftlern und eben auch Hegel freisetzte, hallte in der Frage nach einem künftigen Vaterland, das er dichterisch antizipierte, immer nach. Es ging nicht um tagespolitische Parteinahme, wie auch Hölderlins Homburger Freund, der Diplomat Isaac von Sinclair, es in einem Brief vom 16. September 1792 an den Homburger Hofrat Jung formulierte. Unsere Sache ist ja nicht Sache einer Zeit, nicht eines Volkes, nicht einer Partei. Sie ist Sache der Menschheit, Gottes, auf ewige, unveränderliche Naturgesetze gegründet. Er hat die Menschen zur Glückseligkeit erschaffen. Zu dieser ist Vervollkommnung und zu dieser ist Freiheit, bürgerliche Freiheit nötig. Blieb dies auch eine enttäuschte Hoffnung, so hat Hölderlin doch diesen offenen Moment
in dem gesellschaftlich alles möglich schien, erlebt und daraus einen immerwährenden Blickkontakt zur Utopie gewonnen. Freilich hatten die politischen Entwicklungen der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts einige poetische Sublimierungen zur Folge, um diesen Blickkontakt nicht zu verlieren. Wir können davon in den späten Hymnen lesen. Im Zusammenhang mit seiner Sophokles-Übersetzung beschäftigte Hölderlin sich mit der Frage nach den orientalischen Einflüssen auf die griechische Kunst und beteiligte sich damit an einem Diskurs, der im ausgehenden 18. Jahrhundert verschiedene Konzepte des Orientalismus entwarf. Hölderlin sieht dabei das Orientalische als das Fremde und Randständige, das Eigenartige, wie eine Briefstelle an seinen Verleger Willmanns vom 28. September 1803 belegt. Ich hoffe, die griechische Kunst, die uns fremd ist, durch Nationalkonvenienz und Fehler, mit denen sie sich immer herumbeholfen hat, dadurch lebendiger als gewöhnlich dem Publikum darzustellen, dass ich das Orientalische, das sie verleugnet hat, mehr heraushebe und ihren Kunstfehler, wo er vorkommt, verbessere. Das Orientalische im Antiken zu verstärken, ein gänzlich antiklassischer Gedanke, ein direkt in unsere Zeit führender Gedanke. Im Spätwerk nach 1802 dann der große Lauf durch die Weltgegenden, der Flug, der den Sprechenden in Patmos, so sprach ich, hinwegreißt bis nach Kleinasien, die zu Indien gegangenen Männer in Andenken und dort wie in der Ister das von Fernost herkommende Feurige. Wir singen aber vom Indus her, wie es eben dort heißt, ist eine auf das vaterländisch folgende Periode in Hölderlins Dichten, die durch den bekannten Geisteszustand Hölderlins nicht mehr zu einem philosophisch fundierten Konzept ausgearbeitet werden konnte. Wie das dem Griechenideal entgegengesetzte Vaterland als die Hinwendung zum eigenen ist die Offenheit für das zu Hölderlins Zeit durchaus kontrovers diskutierte Orientalische der Einlass des schlechthin anderen. Dem entsprechen die im Spätwerk zunehmenden, verstörend erratischen Formulierungen, die er in seine Texte hineinkantet. Oder die Weiterentwicklung der von Norbert von Hellingrad so trefflich beschriebenen harten Fügung der Hymnen hin zum syntaktischen Hiatus. Alltag aber wunderbar den Menschen, Gott an hat ein Gewand, lauten zwei Verse der dritten Fassung von Griechenland. Ein Hiat, eine Grätsche, möchte ich sagen, denn der aufreißende syntaktische Abgrund berührt jemanden, der Hölderlins Syntax und Rhythmus quasi körperlich empfindet, schmerzlich. Die nie mehr in die gespannte Dehnung zurückfindende, zusammenbrechende Syntax weicht in den dann folgenden Turmgedichten einer totalen Glätte. Kein Wort, nicht das geringste mehr vom Orient und den damit verbundenen Topoi, außer einer Stelle in lieblicher Bläue, also in lieblicher Bläue, die anzeigt, wie die Seele sich zusammennehmen muss, sich nicht ins gänzlich Fremde und Unbeherrschbare hineinziehen zu lassen. Wie ist mir's aber, gedenk ich deiner jetzt, wie Bäche reißt das Ende von etwas mich dahin, welches sich wie Asien ausdehnet. Was vorher noch bedrohlich war und in Form von Chaos, ja auch in Hegels Dialektik, keinen produktiven Platz findet, ist die Wildnis, die göttlich gebaute, heilige, die unbeholfene Wildnis, die von 1802 bis 1806 öfter in Hölderlins Texten auftaucht. Während die Wildnis in der kurz davor entstandenen Elegie Brot und Wein noch jener Ort ist, wo dem landläufigen Verständnis entsprechend Wölfe und andere Tiere wohnen, scheint das, was Hölderlin nun mit Wildnis benennt, mehr zu sein als die unberührte Natur unzugänglicher Gebirge, Wälder oder Wüsten. Was dazwischen liegt, ist Hölderlins Fußreise von Nürtingen nach Bordeaux im Januar 1802 und seine Wanderung zurück. Ihm war bang vor dieser Reise. Er werde den Kopf ziemlich beisammenhalten müssen, schreibt er vor seiner Abreise an seinen Freund Böhlendorf. Fast auf den Tag genau ein Jahr später spricht er in einem zweiten Brief von den hinter ihm liegenden Erschütterungen und Rührungen der Seele, die ihn genötigt hatten, zu Hause bei seiner Mutter Zuflucht zu suchen. An diese hatte er über die Schrecken seines Fußmarschs,
über die gefürchteten, überschneiten Höhen der Auvergne berichtet. In Sturm und Wildnis, in eiskalter Nacht und die geladene Pistole neben mir im rauen Bette. Wir wissen wenig über diese Reise, die eigentlich einen neuen Lebensabschnitt an der Atlantikküste einleiten sollte. Wir wissen nur, dass er verstört und in desolatem physischen Zustand wieder zurückkehrte. Und wir sehen, wie seine Gedichte sich danach verändern, wie die Syntax fast zerbricht, die Bedeutung sich verdunkelt, wie die Sprache an den Rand der Verständlichkeit getrieben wird. Nicht tastend, sondern forciert und ihrem Duktus nach durchaus klar. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See und lieb auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter. Das ist syntaktisch klar formuliert, wenn auch der Inhalt Rätsel aufgibt und mündet ganz und gar in eine Sentenz, eine der berühmtesten Hölderlins. Hölderlin war sich im Klaren darüber, über das Neue seiner Zeit und wollte noch einmal die Enden einer zunehmend disparat werdenden Welt zusammenbiegen. Einer Welt, die nunmehr den halben Globus umspannte. Von der aufstrebenden Großmacht Russland bis in das von Napoleon eroberte Ägypten. Über die von Expeditionen erkundeten weißen Flecken der Landkarten bis zum unabhängigen Amerika. Aus Zentralafrika verschleppte Sklaven erwirtschafteten in der Karibik den Zuckerreichtum, der dem von Hölderlin bewunderten Schiller ein üppiges Stipendium einbrachte und seinem ältesten Töchterlein die Naschhaftigkeit, und vom Frankfurter Kranz haben wir eben auch schon geredet. Wie sollte man sich in dieser globalisierten Welt zurechtfinden, wie sie ordnen, wie Ruhe in ihr finden und wie heimisch werden? Hölderlin stellt sich diese Fragen ebenso wie seine Zeitgenossen. Aber die Antworten, die er in seinen Gedichten findet, sind nicht die seiner Zeitgenossen und lassen sich in ihrer Konsequenz kaum ertragen. Das ungeordnet, chaotisch Wilde, das über alle und nicht zuletzt über ihn in der allerpersönlichsten Weise hereinbrach, sollte nicht gezähmt und abgewiesen werden. Hölderlin heißt es vielmehr als Katalysator willkommen, der das Hereinbrechen einer neuen Zeit beschleunigt. Denn die alte, der viele seiner Zeitgenossen noch nachtrauerten, war für ihn nicht restaurierbar. Der Weg ging nur nach vorn, auch wenn, wie der griechische Begriff Katalysis sagt, er die Auflösung all dessen bedeutete, was Sicherheit und Orientierung bot. Ihm bot ohnehin schon sehr lange nichts mehr Sicherheit. Er hatte lernen müssen, aus sich selbst zu subsistieren. Und wer sonst als ein solcher Mensch brächte die Kraft auf, mit der Hoffnung und Zuversicht eines an Idealen geschulten Geistes alles der Wildnis anheimzustellen und trotz aller Furcht, denn er hatte sie kennengelernt, die unbarmherzige Wildnis, das Neue, Fremde, Unberechenbare, das Wilde in sein Werk aufzunehmen. Vielen Dank für Ihr Zuhören.